Evonik News, die Nachrichten der Woche mit Sascha Görg. Etwa 110 Kilometer westlich von Helgoland befindet sich jede Menge Nordseewasser. Ja, schon klar. Aber genau dort entsteht in Kürze einer der größten Offshore-Windparks Europas. Sein Name He Dreit, er dreht. Dessen Betreiber ist der Energieversorger NBW. Und mit dem hat Evonik ein sogenanntes Power Purchase Agreement geschlossen, also einen Vertrag über die dauerhafte Lieferung von grünem Strom, direkt vom Produzenten. Erst im November 2022 war vereinbart worden, dass wir eine jährliche Leistung von 100 Megawatt von He Dreit erhalten. Dieses Lieferpaket haben wir jetzt um weitere 50 Megawatt aufgestockt. Der Effekt ist wirklich beeindruckend. Damit kann Evonik, also voraussichtlich ab 2026, sobald der Windpark in Betrieb geht, insgesamt mehr als ein Drittel seines Strombedarfs in Europa decken. Und das aus erneuerbaren Energien. Und die genießen auch bei unserer Bundesregierung höchste Priorität. Kanzler Olaf Scholz hat erst am vergangenen Wochenende betont, dass im Schnitt bis 2030 täglich 4 bis 5 Windräder an Land hinzukommen sollen. Aber was ist denn eigentlich, wenn mal längere Zeit der Wind nicht oder, naja, sagen wir mal, nur schwach weht? Bekommt Evonik dann etwa keinen Strom mehr? Die Antwort weiß bestimmt unser Projektleiter David Goosen. Offshore-Windparks besitzen von allen erneuerbaren Energien die höchste Vollbenutzungsstundenzahl-Gleichmäßigkeit. Dennoch ist es logischerweise richtig, dass wir aus diesem Vertrag keinen Grünstrom bekommen, wenn eine Windflaute vorherrscht. Im Rahmen des Bilanzkreismanagements wird über unsere eigene Energiehandelsinfrastruktur der Evonik-Strombedarf gedeckt. Wir kaufen also für unsere Chemieanlagen entsprechend kurzfristig am Markt den noch benötigten Strom ein. Summ, 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 summ. Es dreht sich jetzt nicht um echte Bienen. Aber irgendwie doch. Also eher im übertragenen Sinne. Bienen arbeiten ja, wie wir wissen, effizient, nachhaltig, haben stets ein klares Ziel vor Augen und wissen, wie man gemeinsam Wichtiges zusammenträgt und daraus etwas Wert- und Gehaltvolles entstehen lässt. Und dieses vernetzte Miteinander, dieses Connecten, genau darauf kommt es auch Daniel Berndt und seinem Team an, im neuen Evonik Social Network. Im ESN, was bislang die Plattform Connections war, können Kolleginnen und Kollegen zusammenkommen, sich austauschen, das Netzwerk gestalten und weiterentwickeln. Welche Möglichkeiten ESN konkret bietet, das erklärt uns unser Head of Community Management, Daniel Berndt. Also das Evonik Social Network ist genau der richtige Ort, wenn du dich im Unternehmen noch besser vernetzen, informieren oder mitteilen möchtest. Auf der Startseite findest du zum Beispiel alles, was für dich relevant ist und du siehst auch, was in deinem Netzwerk so alles passiert. Hier kannst du Blogbeiträge schreiben, in Diskussionen einsteigen oder Antworten auf wichtige Fragen erhalten. Ein Netzwerk von 26.000 Usern in über 6.300 Communities bietet dafür einfach die perfekte Möglichkeit. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf dem ESN. Springen wir mal über den großen Teich. In den US-Staat Indiana, nach Tippecanoe und nach Blair in Nebraska. 900 Kilometer trennt beide Städte. Aber mindestens eine Sache verbindet sie. In beiden produziert Evonik. Ende des vergangenen Jahres gab es ein ernsthaftes Problem in Blair. Dort drohte die Produktion gehörig ins Stocken zu geraten, weil zu viel Personal ausgefallen war. Den Hilferuf konnte man bis Tippecanoe hören. Von dort wurden sofort 4 Mitarbeiter nach Blair geschickt. Einem von ihnen, Zachary Dillman, hat es während seines Einsatzes in Blair sogar so gut gefallen, dass er dort geblieben ist. My name is Zachary Dillman. I'm a technician here at the Evonik site in Blair, Nebraska. I began my career at Tippecanoe Labs and chose to relocate to Blair for a few different reasons. It provides a unique operational opportunity to learn a whole new type of processing. As such, the Blair facility gave me a unique opportunity to learn and grow within the company. I love the people and environment at Tippecanoe Labs and made some lifelong friends. That said,
My supervision and other techs here at Blair have done a fantastic job at making us tippy transfers feel welcome and part of the team. I look forward to continuing my growth within Evonik here at the Blair facility. Zum Schluss zu einem Mann, der sich nach seiner Zeit als Bundesgesundheitsminister nun um die Themen Wirtschaft, Energie und Klima kümmert. Er war zu Besuch bei Evonik Goldschmidt-Straße in Essen. Bis zum nächsten Podcast. Wir hören uns. Hallo, ich bin Jens Spahn, freue mich heute hier in Essen bei der Evonik zu sein. Jetzt ja in meiner neuen Aufgabe als stellvertretender Fraktionsvorsitzender für Wirtschaft, Energie und Klima. Und da sind wir auch schon mitten im Thema. Die chemische Industrie und ein Unternehmen wie Evonik sind wichtig für die Wirtschaft bei uns in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland, sind energieintensiv. Deswegen habe ich mich heute auch schlau gemacht bei Herrn Kuhlmann, bei anderen, wie es ausschaut mit der Wettbewerbsfähigkeit, dass wir bezahlbar auch Energie für die Industrie in Deutschland brauchen, damit wir Unternehmen wie Evonik in Deutschland halten können, damit sie hier weiter investieren für auch gute Jobs und gute Arbeitsplätze. Deswegen habe ich mich heute informiert, schlau gemacht und bin einfach auch beeindruckt, wie alle die Nachhaltigkeit gleich mitdenken, dass man möglichst wenig Energie verbraucht, sie effizient einsetzt, CO2-Neutralität, Recycling, Kreislaufwirtschaft. Also alle Themen, die wir aktuell in Berlin diskutieren, in einem Unternehmen, finde ich die wieder. Und das war einfach ein spannender Besuch hier. Ich wünsche allen alles Gute. Evonik, leading beyond chemistry.